Was? Guck dir das an. So, das ist Paket. Du lächelst schon so, Kai. Ja, ich freue mich drauf. ja, das, was hier zu sehen ist, ist nicht drin. Schlaue Zuschauer wissen ja bereits schon, was der Titel aussagt. Ich kenne den noch nicht. Ich kann euch nur sagen, ein Zuschauer ist auf uns zugekommen und hat uns seine Spielesammlung überlassen. Und das sind diese beiden Riesenpakete mit Spielen und Konsolen. Und die packen wir heute einfach mal aus. Wie das Ganze zustande kommt, das wird euch der Kai erklären, weil ich da nämlich jetzt gar nichts mit zu tun hatte. Genau. Im Endeffekt, ich kann ja Ronny nicht ganz dumm ranlassen, wenn hier zwei so eine Riesenpakete auf dem Tisch stehen. Und zwar der Hannes aus Franken ist an uns zugetreten. Und zwar hatte er eine schöne, große Spielesammlung und hatte, sag ich mal, jetzt ganz lapidar keine Lust, das Ganze auf eBay zu veräußern. Und kennt ja unsere Videos und weiß, dass wir uns mit sowas beschäftigen und hat gefragt per E-Mail, habt ihr nicht Bock, ich hätte da was, vielleicht kommen wir irgendwie zusammen. Und dann ganz schnell wurde klar, ja, wir kommen zusammen. und das Schöne ist, dazu erzähle ich euch später noch ein bisschen was. Ich würde sagen, wir packen erstmal ein bisschen was aus. Ich kann ja immer noch ein bisschen was dazu erzählen, wenn es soweit ist. Ja, also ihr habt es jetzt vielleicht schon gesehen, so ein bisschen an meiner Aktion, die ich gemacht habe. Den großen Huawei-Karton habe ich aufgemacht. Das ist schon mal das Erste, was drin ist, aber das zählt nicht. Ich fange einfach mal direkt. Oh, da geht mein Herz schon wieder auf. Oh, Quake 4, PC-Fassung natürlich in dem Fall, DVD Special Edition und in einem echt guten Zustand. Also wenn man sich jetzt hier die Kanten anschaut, ist das wie gerade frisch aus dem Regal rausgezupft. Und man sieht auch, es ist ein Import und ich glaube, das kam bei uns auch gar nicht in so einer Smallbox, wird es ja genannt, raus. Ich glaube allgemein, das Spiel kam bei uns gar nicht so richtig raus. Ich habe es damals gespielt, aber ich bin gerade noch am Einrichten von einem Retro-System und wollte das auch irgendwie aus Steam oder Good Old Games mir runterladen und bezahlen, kaufen. Gibt es in Deutschland nicht. Wenn ihr Informationen habt, könnt ihr das natürlich gerne preisgeben. Ich stelle das mal erstmal so hin und genau. Wir machen mal weiter. Genau, also es sind im Endeffekt PC-Spiele drin und noch ein paar andere Systeme. Ja, du ziehst dir gleich die Perlen raus. Ah, Half-Life 2, die Collectors Edition von Sierra/Valve in einer Tinbox, also in einer Blechdose mit dem Spiel Collectors Edition. Wir werden jetzt nicht alles auspacken, aber so ein paar Sachen werden wir schon mal anschauen. Also das fängt schon mal echt gut an. Dann gibt es noch ein Lösungsbuch und was ich krass finde, und das hat doch jetzt echt mal fetten Beifall verdient, T-Shirt, original. Vor allem liegt noch bei. Ich würde sagen, ungetragen. Was haben die denn damals für eine Größe? Ich glaube, das war ja Einheitsgröße, wahrscheinlich XL, oder? Hier ist es eine L tatsächlich. Okay. Die sieht aber sehr groß aus. Also das ja, ist eher so nach heutigen Stand XL, keine Ahnung. Und das liegt hier einfach komplett so drin. Das ist mal krass. Das kriegst du so wahrscheinlich nur äußerst schwer noch irgendwie zu bekommen. Und man findet die noch ab und zu, aber ja, war halt damals auch nicht günstig ja. Und haben halt wenige Leute sich nur geholt. Ich denke, das kostet auch alles ein bisschen was. Ich habe wirklich, glaube ich, gerade die beste Box ausgepackt. Doom 3 noch dazu. Die Edition habe ich auch zu Hause. Leider habe ich meine Big Boxes oder Small Boxes irgendwann mal, ja, ich weiß nicht, wo die hin sind. Auch das ist ein Import, natürlich Uncut. Ja, also Doom 3, geil. Ja, meine Big Boxen, wie gesagt, um den Satz zu vollenden, die habe ich leider nicht mehr. Bereue ich heute auch noch. Wir werden schon noch feststellen, Hannes hat sehr, sehr viel importiert, weil er wahrscheinlich immer die Original- oder manche Sachen sogar importiert hat, die es so bei uns nicht gibt. Und jetzt kommen wir schon zu ein paar Besonderheiten, die du da auspackst. Wir haben hier Disposable Hero von Amiga CD 32. Okay, jetzt muss ich mal wirklich reingucken. Das ist jetzt eine Plattform, die mir jetzt nicht so viel sagt. Es ist eine CD, Commodore, Amiga CD. Ganz normal. Oh, da sieht man mal hier auch ein schönes Beispiel, wie CDs doch mit der Zeit kaputt gehen können. Weil hier lösen sich dann auch Lösungsmittel oder Kunststoffe und die greifen die CDs an. Oder die CDs zerlegen sich irgendwann auch. Eine Haltbarkeits- oder Halbwertzeit irgendwie so, hat man gesagt mal so. Mittlerweile sind es auch bei manchen CDs auch irgendwie nur noch 10 Jahre. Also die gehen nach ein paar Jahren, gehen die tatsächlich kaputt. Also ich kann es ja schon vorwegnehmen, da liegen auch Sachen für den Amiga CD32 drin. Und ich musste tatsächlich, Schande auf mein Haupt, ich hatte davon noch nie was gehört. Und er hat auch gesagt, das ist wohl eher sowas für Liebhaber, weil die Konsole damals krass gefloppt ist. Das war wohl auch, ich glaube, er hat es gesagt, der Sargnagel für den Amiga dann am Ende. Ja. Geil. Westwood, auch so ein Spielstudio, was es heute in der Form eigentlich auch gar nicht mehr gibt. Das schönes Ganze. Adventure.
Ja, ich habe in alle Richtungen aufgeklappt, genau. Auch nie gespielt, aber wenn ich diese Artworks jetzt sehe und dann mich an den Original Blade Runner Film aus den 80ern dran zurückerinnere, das kommt denen verdammt nah. Das ist schon Nostalgie. Kurze Erklärung, was ein Replikant ist. Und dann können wir das Ganze wieder zusammenklappen. Ja, das ist schon eine geile Nummer. Das haben wir bis jetzt auch noch nicht in der Sammlung, oder? Nee, ich glaube ohne so eine große Box. Ich glaube nur die CDs. Ich habe damals auch nur die Demo davon gespielt. Ich leider gar nicht. So ein bisschen an mir vorbei. Ich war da zu dem Zeitpunkt dann doch eher so der Shooter-Fan. Nicht so Adventure. Ja, da hast du mal ein Beutelchen, da ist ein bisschen was drin. Ich packe mal den Beutel einfach mal komplett aus. Als erstes eine... Oh, Dreamcast Lightgun. Das ist ja geil. Die kann ich ja direkt noch benutzen. Dreamcast habe ich auch. Hier oben ist dann quasi der Tamagotchi für die Game-Konsole mit drin. Also da ist ja wirklich ein Display, was dann je nach Spiel auch Inhalte dargestellt hat. Eigentlich ist es ein Speicherblock. Hier fungiert das als, ich weiß es tatsächlich nicht, ich habe diese Gun ja nie benutzt. Vielleicht Munition oder sowas. Kann man bestimmt für House of the Dead und sowas benutzen? Habe ich tatsächlich House of the Dead 2, habe ich. Problem daran ist, müsste ich hier im Büro mit dem Röhrenmonitor spielen, weil mit allen anderen Fernsehgeräten funktioniert es ja nicht mehr. So eine Lightguns funktionieren, glaube ich, nur mit Röhrenfernsehen. Habe ich nie gesehen, tatsächlich. Sehr geil. Kenne ich eigentlich nur von Nintendo. Dann halt noch Dreamcast-Controller dazu. Den kennt man schon. Da hat man ja im Prinzip auch die zwei Aufnahmen für diese Gamecards oder für die Speicherblöcke im Prinzip. Und ja, war auch so ein uniques Ding von Controller. Spielt sich teilweise auch sehr bescheiden, gerade Shooter, da fehlt dann halt einfach der zweite Analogstick. Aber das war halt damals so, das wurde halt eben erst alles groß und ist natürlich nicht vergleichbar mit dem, wie wir heute zocken. Wenn man bedenkt, was man mit wenigen Tastenkombinationen damals alles gemacht hat und was man heute machen kann, ich sag mal nur Batman oder so, was du da an Buttons drücken musst und noch halten musst, um andere Aktionen auszulösen, hör mir auf. Ich greife mal einfach jetzt doppelt mit rein. Das muss man mal so umdrehen und das, Frontier Elite 2, auch Amiga CD32 und da sieht man dann noch ein bisschen die Grafik. Sieht aus wie Star Fox auf dem Super Nintendo, nur dass das hier deutlich früher rauskam. Konami und noch fette Anleitung und Poster und Anleitung. Junge. Ja, da lag noch was drin. Das war früher tatsächlich so und du kriegst nicht nur einen CD-Code und hier lad runter, obwohl du eine CD dir gekauft hast. Microcosm. Auch das sagt mir jetzt nicht so viel, aber es sieht auch interessant aus. Mhm. Mal kurz hier einmal aufschieben. Einmal ganz kurz reingucken. Ich weiß noch nicht, was bei dem anderen kommt, aber so große Big Boxen und die Inhalte sind natürlich schon interessant. Ja, ein bisschen Werbung, oder? Cybertech Incorporated. Ne, das ist tatsächlich die Anleitung. Es gab ja damals sogar auch Spiele, da lagen noch VHS-Kassetten bei, ja, die dann so ein bisschen noch, keine Ahnung, Intros und alles beinhaltet haben. Ich finde auch krass, dass sie hier quasi da nochmal das Game Studio-Logo mit draufgesetzt haben, denn im Prinzip dann so die Aufnahme quasi für die Dinge, die drin sind. Und dann halt wirklich eine dicke, dicke Anleitung. Also nicht so dünnes Papier, sondern richtig noch, ja, hier ist richtig eine dicke Seite. Das ist schon krass irgendwie. Mann, wie sich das alles verändert hat in den Jahren. Klar, je weniger Papier ist, desto weniger Bäume brauchen wir. Und wenn man bedenkt, wie viele Spiele damals verkauft werden, wie viele heute verkauft werden und wenn wir jedes Mal noch so eine Riesenpackung hätten, dann hätten wir wahrscheinlich keine Bäume mehr auf der Welt. Ja, und das Problem war ja auch, als dann die Konsolengeneration so langsam auf diese Jewel Cases und alles umgestiegen sind oder auf diese DVD-Cases, war es halt einfach so, die ganzen Läden haben halt mehr Konsolenspiele unterbringen können als halt PC-Spiele, die halt in so einen riesigen Bigboxen waren. Oh ja, jetzt geht's los. Guck dir das an. Das Ding sieht aus, als würde das gerade aus dem Regal kommen, nur dass es da halt eben schon 25 Jahre stand, weil ein bisschen Staub drauf ist. Ist auch gar nicht schlimm, dass jetzt Staub drauf ist. Das zeugt nur davon, dass da halt auch Leben in der Bude ist. Und jetzt haben wir hier eine Dreamcast-Originalverpackung der PAL-Version und die Konsole auch darin. Und ich mach mal einen Blick hier rein. Ich glaube, das interessiert auch den einen oder anderen, weil der eine oder andere wird jetzt bestimmt sagen, ja, ich hatte die Konsole... Ey, ist sogar noch eingepackt. Naja, war schon im Einsatz. Aber wieder eingepackt. Ich meine, hebt man denn immer die Tüten mit auf? Also ich schon. Ich stopfe die immer in die Packungen wieder mit rein, sodass, ja, wenn ich sie irgendwann wieder einpacke, dass die Tüten da sind. Der eine oder andere, was ich eigentlich sagen wollte, ist, kennt vielleicht diese Konsole einfach irgendwo her, aber hat die vielleicht noch nie in der Originalverpackung gesehen oder geschweige denn im Einsatz. Sogar ein UK-Plug noch? Nee, was ist das für ein Plug? Oh, das kann ich dir gerade gar nicht sagen. Das ist ein Dreier-Plug, das habe ich noch nie gesehen. Ach, Netzwerk. Ja, dann wird der wahrscheinlich hinten irgendwo an der Konsole dran gestopft oder so. Ich weiß nicht, ob das direkt hier an der Konsole war. Habe ich selber nicht gesehen. Hab auch selber nie eine Dreamcast gehabt. Ich habe eine, aber ich kenne diesen Plug nicht. Dann halt im Prinzip alle Anleitungen, wahrscheinlich auch noch die Rechnung vom Bezahlten.
Und da unten drin ist dann noch der Controller. Und während Ronny da noch weiter Sachen auspackt und wahrscheinlich dann auch gleich wieder einpackt, also, ja, und passt gut drauf auf, sag ich dir. Ja, ich schmeiß es dich mal nicht runter. Kann ich ja noch ein bisschen was erzählen. Und zwar, was ich wirklich krass finde und mega großzügig auch von Hannes, er hat sich halt angeboten, das, was wir ihm für diese ganze Spielekollektion geben, möchte er und wird er auch spenden. Und zwar an die Deutsche Kinderkrebshilfe. Und das finde ich halt extrem, extrem gut, dass er sozusagen mit dem Verkauf der Spielesammlung an uns sogar noch was Gutes tun möchte. Davor meinen virtuellen Hut, definitiv Chapeau. Und genau deswegen fand ich das auch so mega gut und fand es auch gut, dass wir da wirklich zusammengekommen sind, dass wir da sozusagen auch mit der Übernahme, wir haben ja was von, wir können da Videos zu machen und ihr wisst es ja, wir haben ja mit der PlayStation angefangen und werden sicherlich das auch noch zu einem ein oder anderen System so fortsetzen. Ich hätte hier eine Visual X Dreamcast. Und damit sogar noch was Gutes tun. Ja. Finde ich super. Das ist auch von meiner Seite auch nochmal erstmal einen herzlichen Dank für dieses Angebot, dieses unschlagbare Angebot. Und eben deine Bereitwilligkeit, quasi das dann nicht in die eigene Tasche zu stecken. Weil ich glaube, das, was man jetzt sieht, merkt man schon, da kommt schon ein bisschen was an Wert zusammen. Ja. Und das an uns zu einem vernünftigen Preis abzugeben und zu sagen, okay, ich will mich nicht dran bereichern, sondern ich will das Ganze spenden, ist eine mega gute Aktion. Muss man einfach mal so sagen. Und vor allen Dingen, man sieht auch an der, definitiv, man sieht aber auch an dieser ganzen Sammlung, da steckt wirklich Leidenschaft hinter. Das hat jemand über Jahre, Jahrzehnte wirklich so sich selber gekauft. Gehütet wie ein Augapfel. Jetzt wird's wild. Ja, jetzt hast du schon den nächsten Goldtopf rausgezogen. Ja, da sind richtige Perlen. Es sind die Cartridges des Gameboys. Und Gameboy Colors. Gameboy Color wahrscheinlich auch. DuckTales und Co. Erkenne ich sofort wieder. Metal Gear Solid. Auch sehr, sehr geil. Hier gehen wir jetzt einfach mal so ein bisschen kurz durch. Ich glaube, da kann man jetzt nicht allzu viel zu sagen, außer die Spiele, die man vielleicht gespielt hat. Die, oh, Final Fantasy Adventure. Das war auch sehr, sehr geil. Das habe ich auch zu Hause. Oder Gargoyles. Auch irgendwie wahnsinnig schwer gewesen. Ja, das hatte ich auch. Aber das hat, glaube ich, auch fast jeder mitgespielt. Ne? Ungeschlagen ist natürlich Super Mario Land. Ja. Das war, glaube ich, das Spiel, was auch immer mit beilag. Ne? Also kommt immer aufs Bundle an. Ja. Aber das war ein mega geiles Ding und vor allen Dingen sehr lang auch. Ja, ja, gut, man kann es natürlich in Speedruns auch ein bisschen durchknallen, aber Tetris, das hat mein Vater bis zur Vergasung gespielt, immer Stufe Level 10, Stufe 5 und gib ihm, bis er seine Rekorde gebrochen hat. Ja. Dafür, dass die eigentlich sagt, ne, PC ist doof und wenn du mal erwachsen bist, spielst du sowas nicht, hat er das Ding heute noch. Lemminge, oh, dann sehe ich hier gerade noch Duke Nukem in der transparenten Case-Geschichte, genau. Sogar Game Boy Color dann, da oben sieht man noch die Batterie drin, Speicherstand. Genauso auch quasi. Metal Gear übrigens, Metal Gear war auch Game Boy Color. Ah ja, stimmt, ja. Genau. Richtig, richtig schön. Ich wusste gar nicht, dass die transparent verkauft wurden. Nee, nicht alle. Also, aber da hat man das sozusagen, bei manchen Sachen hat man das so ein bisschen als Highlight gemacht. Denk mal auch an die Pokémon-Teile, die hatten ja zum Beispiel auch, aber immer bunte Cartridges. Die haben sich so ein bisschen abgehoben. Ich glaube, man wollte es auch extra so machen, dass man sieht, das ist ein Game Boy Color-Spiel. Ja. Ich muss zu meiner Schande gestehen, Game Boy Color habe ich tatsächlich nicht besessen. Ich habe den normalen Game Boy gehabt, auf Color habe ich nicht geupgradet. Turtles. Fall of the Clan, of the Foot Clan. Bei mir war es auch so, ich hatte den normalen Game Boy Classic und hatte dann auch noch den Game Boy Color und dann war das bei mir mit Game Boy durch. Danach hatte ich nicht mehr. Quirk. Und da kann ich auf jeden Fall einiges nachholen. Metroid 2, Return of Samus, geil. Hm. Und noch hier, guck mal, Violent 2. Das war auch ein geiles Spiel, große Sprites. Große Sprites. Also große Figuren auf flüssig in klein, in Graustufen. Mega krass. Buray Fighter, nie durchgespielt. War auch kackenschwer, wenn ich das mal so sagen darf, aber es war auch sehr geil. Gab es auf dem NES auch, da natürlich dann in Farbe. Das hat mir noch nichts gesagt. Ja, das ist so ein, ja, du bist halt der Typ im Anzug und musst halt Monster abschießen im All. Der Klassiker. Der Klassiker halt, so wie alle waren. Nochmal ein Turtle 2 Spiel. Dann haben wir hier den Gamer Advance mit F-Zero Grand Prix Legends. Hier ist es Ghosts and Goblins, auch auf dem Game Boy. Mhm. Okay, das habe ich auch noch nicht gesehen. Und es fällt auf, es ist ein schwarzes Cartridge. Das ist auch eine Seltenheit, würde ich sagen. Dr. Mario, wahrscheinlich auch eins der Spiele, die mit am meisten verkauft wurden. So sieht es auch irgendwie aus. Hat wohl jeder gespielt. Sagaya. Das ist ein Japan-Import. Genau, das ist ein Japan-Import. Hm? Läuft das eigentlich auf den normalen Konsolen? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube ja, aber ich bin mir da jetzt auch nicht hundertprozentig sicher. Hannes würde mir das sofort beantworten können, aber vielleicht weiß ja auch irgendein Zuschauer, der kann es da mal direkt runterschreiben, aber ich bin der Meinung, die laufen. Ich habe
Also damals zu der Zeit war mit Import noch nichts. Ich war zu jung und Internet gab es noch nicht. Ja, dann haben wir F1 Race, Mega Man 2, auch so ein paar Klassiker. Das F1 Race, das hatte auch irgendwie gefühlt jeder. Oder zumindest kannte man immer einen, der das hatte. Tetris DX, okay. Und zum Glück liegen die Spieleanleitungen wenigstens bei, weil man könnte natürlich sagen, ah, schade eigentlich, dass die großen Verpackungen nicht mit beiliegen. Aber die liegen mit bei, das ist immerhin schon mal was. Und auch wenn man sich die anguckt, die lagen hier seit wahrscheinlich gefühlt 20, 30 Jahren rum. Und die hat keiner angefasst. Die sehen alle aus wie neu. Das ist wie geleckt, ey. Das ist krass. Ach hier, das Sakai. Mal gucken. Ist da auf jeden Fall ein Import. Das kann man schon mal sagen. Aber hat man ja auch im Cartridge gesehen. Ist auch so ein Shooter, ja. Oh, das noch mal kurz die Beschreibung. Sieht nach so einem Side-Scroll-Raumschiff aus. Ja, so R-Type-mäßig. Mhm. Es sieht eher nach R-Type aus. Vielleicht ist das... Vielleicht heißt es auch in Japan. Ja, so. Das könnte tatsächlich sein. Das sieht für mich stark nach R-Type aus. Aber man kann nicht alles kennen. Vielleicht ist es ja die Ähnlichkeit. So, dann stopfen wir das hier alles mal wieder rein, liebevoll. Krass, ich bin jetzt schon mega geflasht, was hier alles bei ist. Ey, das ist der Hammer. Ich freue mich schon auf die nächsten zukünftigen Videos, wenn wir wieder uns mal so einzelne Systeme angucken. Ja, und erstmal das Einräumen in, auf die Plätze und Stellen, wo es hin muss. Platz ist Mangelware. Denn zu den Spielen gibt es dann auch die passende Konsole dazu. So, eine Weltpremiere. Amiga CD32 von Kai und von mir, Ronny. Noch nie gesehen, noch nie benutzt. Ich weiß nicht, was mich für eine Konsole erwartet. Also, jetzt Trommelwirbel, genießt es. Und das Krasse ist, ich war am Wochenende mit Kumpels unterwegs, hab das dann auch erzählt, Amiga CD32 noch nie von gehört. Und einer aus der Runde sagt dann so, ja, habe ich auch noch zu Hause original verpackt und wusste auch, dass das übelst gefloppt ist. Und er hat sich die damals gekauft. Er hat gesagt, die gab es anfangs irgendwie für 400 Mark oder sowas. Und er hat gesagt, die wurde am Ende verramscht bei Mediamarkt und Saturn und er hat seine für 100 D-Mark mitgenommen, für 99 Mark. Ja, das ist so ein bisschen wie die PSP, die wurde ja auch für relativ wenig dann irgendwann verkauft. Also da hat man ja auch mit Glück. So, ich schrubb das Ding mal auf. Tada, ihr seht nichts. Man kann schon mal lesen, Laserklasse 1. Ja, ist ja ein CD-Laufwerk, ne? Hier fehlt aber die Tüte, das geht aber nicht, ey. So, ein Plastikhaufen tatsächlich. Reset-Button, Lautstärke wie beim Master System damals auch. Ja, es hat auch so ein bisschen was vom Sega. Ja, und dann kann man das Ganze aufmachen und dann hat man im Prinzip das Laufwerk, so wie man das halt einfach kennt. Anschlussmöglichkeiten müssen wir natürlich auch einmal gucken. An Ausschalter, so ein riesen Ding hier auf der Rückseite. Stromanschluss. TV-Ausgang, S-Video haben wir und dann halt im Prinzip die Super-Video bzw. Kanal links, rechts fürs Audio. Kann man also heute auch noch betreiben. Ja, also das ist überhaupt gar kein Problem. Ich habe auch von ihm die Info bekommen, dass es wohl da auch eine ziemliche Modding-Community gab, die das dann auch, zumindest so, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, was er mir da geschrieben hat, dass die wohl zu einem vollwertigen Amiga umgebaut werden konnten. Bin da aber jetzt nicht mehr ganz sicher, ob das so stimmt, was er da geschrieben hat. Also, ob ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, was er da geschrieben hatte. Aber ich meine, da stand irgendwas drin. Also wir haben hier dann einmal einen... Ja, so sahen die Originalcontroller aus. So haben wir dann hier einmal einen Originalcontroller, dann einen Competition Pro, das ist ein nachgekaufter, würde ich behaupten. Genau, so mit Turbo. So wie man das halt vom Super Nintendo auch erkennt. Und dann haben wir hier ein mega fettes Netzteil. Was gigantische, das muss ich mal ganz kurz gucken, was haben wir denn da? Und jetzt wahrscheinlich 80 Watt oder so. 5 Volt, Output 2,2 Ampere. Hm. Okay, war wahrscheinlich für ein bisschen höhere Temperaturen oder so ausgelegt. Das ist jetzt nicht viel. Okay, ich hätte jetzt gedacht, da kommt ein bisschen mehr rum. Aber dass sie hier nicht mehr als 20 Watt durchgehen, hätte ich mir schon fast denken können, weil Sega Dreamcast braucht auch bloß 20, 25 Watt oder so. Okay, Kabelei ist auch alles mit bei. Wir können es im Prinzip dann direkt anschließen. Also er hat auch extra dazu gesagt, das war wohl sein größter Fehlkauf ever. Und eins von den 4, 5 Spielen, die da beiliegen, hat er auch gesagt, war wohl der größte Flop. Aber er hat gesagt, es ist halt so nicht schön, aber selten. Unter der Kategorie nicht schön, aber selten. Und ja, ich glaube, halt ja, wie gesagt, für mich und Ronny oder für Ronny und mich ist es jetzt halt ein mega Highlight. Wir haben es halt nie besessen und nie ausprobiert. Und nee. Ich habe da echt Bock drauf, das auch mal auszuprobieren. Ja. Aber wahrscheinlich kommt dann irgendwann nach der ersten freudigen sozusagen Neuentdeckung kommt dann irgendwann die Ernüchterung, dass man dann halt sagt, okay, kann so geil war's sein, ja. Ja. Ich habe es jetzt erstmal hier wieder mit draufgepackt. Die Kiste ist alle. Jetzt haben wir die nächste große Kiste. Genau, noch. Ich würde auch sagen, wir räumen erstmal den Tisch leer, weil es wird nicht weniger. Oh, ich sehe schon Dinge, die ihr jetzt noch nicht seht. Das ist schon ein bisschen geil. Ich sehe was du nicht siehst. Genau, das wir fangen cool. mal mit einer Big Box an.
Star Trek, The Next Generation Interactive Technical Manual, USS Enterprise NCC 1710D. Star Trek Experience unlike any you've had before. Mit echt Videosequenzen quasi. Mhm. Ich bin jetzt überhaupt kein Star Trek-Fan, das ist von 94. Ich kann jetzt auch gar nichts zu sagen, das Spiel sagt mir auch überhaupt nichts. Das scheint auch so wirklich so eine virtuelle Tour zu sein durch die Enterprise. So sieht das aus, ist halt eine ganz normale CD damit drin. Okay. Das ist halt was für richtige Fans. Also nicht für mich. Aber wir sind ja nun auch weder Star Trek noch Star Wars. Okay. Obwohl ich Science Fiction wirklich mag. Stargate nicht zu vergessen, auch noch nie wirklich geguckt. Doch gut, den Film ja. Also den ersten zumindest, aber mehr habe ich da auch nicht mit am Hut gehabt. The Amazing Spider-Man and Captain America in Dr. Doom's Revenge. Free Marvel Collectors Comic Book Enclosed. Okay. Das ist auf jeden Fall die Rückseite. Auch noch nie gesehen. Sagt mir auch nichts. Ist aber in Deutsch spielbar. Ach, hey Jiminy. Na Leute, wisst ihr, was das ist? Disketten? Kennt ihr das noch? Aber das ist vor allem noch ein bisschen was anderes. Das ist was anderes. Disketten-Style. Also das Magnetband schon irgendwie wie Diskette. Aber ich, was ist das für ein... Amstrad CPC. Steht drauf auf der Diskette. Also, ach, aber ich kann dir das mit dem Format kann ich dir jetzt gerade auch nichts sagen. Ich war gerade tatsächlich auf den ersten Blick wie bei einer Kassette, aber nein, ist es nicht. Es gibt Seite A und Seite B. Also eher wie Kassette, nicht wie Diskette. Okay, ein Amstrad kenne ich auch nicht im Original. Zumindest nicht im Original, nee. Ich kenne nur die Emulationen davon und hier ist noch das Original-Comic, sogar noch auf dem Klopapier ausgedruckt, wie es damals als Comic verkauft wurde. Das ist ja krass. Das ist ja krass. Und gut, es ist ein bisschen vergilbt über die Jahre jetzt, aber wenn man bedenkt, wie alt das Ganze ist, gucken wir, dass wir irgendwie so ein bisschen ansatzweise aufmachen können. Hier ist Captain America mit am Start und Spider-Man. Das ist aber der Comic-Stil der 90er Jahre. Das kommt mir sehr stark bekannt vor. Ja, es wird wahrscheinlich auch so von 92. So Carnage und Venom sahen in dem Bereich dann auch so mit aus. Das ist aber krass hier. Das ist mal... Gut, ihr dürft uns jetzt gerne eines Besseren belehren, wenn ihr Amstrad kennt. Ja, vor allem, wie viel Kapazität das Ganze hat. Das würde mich mal interessieren. Ja, das steht natürlich auch nicht mit drauf. Japan, also... Boah. Von 1990. Ja, gut, geil. Also, ja, fehlt natürlich die Konsole zu, aber schauen wir mal. Ich glaube, da hat einer Vorliebe für Shooter. Vor allen Dingen für indizierte Shooter. Quake 2 spiele ich heute auch noch extrem gerne in meinem Retro-Stream, den ich sonntags immer durchführe. Kommt sowas auch sehr oft zum Tragen. Ist mittlerweile auf 1000 Plattformen portiert worden, kann man auch sehr gut emulieren, auch auf Linux-Systemen und so weiter. Also man muss nicht mal mehr das Original-CD-Laufwerk besitzen, kann man ja auch alles digital mittlerweile kaufen. Goldout Games ist ein guter Anreiz für, kostet jetzt in der Version knapp 10 Euro. Geile Verpackung, ich glaube alleine, das sind schon 50 bis 80 Euro oder so. Ja, leider sind die Preise da. Die sind extrem gestiegen, ja. Eigentlich unbezahlbar. Ja. Ja, und was ist Quake 2 ohne Expansion Pack? Nur ein halbes Quake 2. Quake 2 Mission Pack. Leider ja nicht das einzige. Ne? Es gibt ja da, glaube ich, insgesamt 4 oder 5 Stück. Ja. Da steht auch noch drauf, dass man das Originalversion benötigt von Quake. Hinten noch ein paar Levels. Fresh Foes to Defeat. Ja. Kenne ich auch nicht. Ist halt eben auch nicht so unbedingt so einfach gewesen, damals ranzukommen. Ich war 16 vielleicht oder so, keine Ahnung. Noch ein Mission Pack, Number 2. Mhm. The Solution of Eternity. Auch hier wird Quake benötigt. Genau, ist ein Mission Pack für den ersten Teil. Genau, das ist Quake 1, genau. Das hat ja mit dem zweiten jetzt nichts zu tun. Ah, dann gehe ich davon aus, dass wir doch hier dann demnächst gleich nochmal... deutsche Version. Ich wollte gerade sagen, einerseits deutsche Version und andererseits wird hier wahrscheinlich Quake 1 auch noch drin liegen. Also wenn ihr da irgendwie Erfahrung mit irgendeinem von den Spielen habt und so weiter, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Mich würde mal interessieren, wie viel hier wirklich auch gerade feuchte Augen bekommen. Ja, also ich definitiv und dieses Multiplayer-Schlacht-Ensemble-Deluxe Quake 3... Arena, ja, das spiele ich auch heute noch gerne. Was wir da in der LAN-Party zusammengeballert haben mit Rocket Jumps und Railgun-Shoots und was weiß ich alles. Und eigentlich mittlerweile kannst du sogar auf dem Handy spielen. Das ist so krass. Und früher hast du halt, ich habe da mit einem Celeron gespielt und hatte irgendein billiges Mainboard, habe nochmal das Mainboard ausgetauscht, weil ich dann statt 18 Frames irgendwie 25 bis 30 hatte. Nur durch das andere bessere Mainboard bei dem Celeron-Prozessor. Ich war 16, 17, erste Layer, keine Kohle das gehabt, habe Geld gespart. Alles Kohle kostet. Und da haben wir das damals schon gespielt. Also und da waren 5 Frames tatsächlich der Rede wert mit einem anderen Mainboard. Das war sehr, sehr krass. Ich glaube, Quake 3 Arena kam ja 99 raus, wenn ich mich nicht täusche. 99, ja. Zweiter Teil, glaube ich, 97 oder 98 und der erste Teil, glaube ich, 96, 95. Ja, 96. Die Zeiten habe ich nicht so drin. Ja, Rebel Assault, Star Wars. Eines der ersten Spiele, die auf CD veröffentlicht wurden. LucasArts. Das war, glaube ich, auch das erste Spiel im Original. Also ich weiß nicht, ob das jetzt auch die Originalversion ist oder nochmal später rauskam. Aber das war das erste Spiel, was auf CD rausgebracht wurde, was ein sehr, sehr mutiger Schritt war von
LucasArts, weil die Laufwerke natürlich teuer waren und noch gar nicht so verteilt waren. Und ja, und dann kann man natürlich auch hier daran sehen, wie alt die CD ist. Hier hat er irgendwie noch Sheets aufgeschrieben oder so. Der Mann war auch mal jung. Da sind irgendwelche Codes drauf. Anleitung liegt auch mit bei. Krass, sehr, sehr geil. Und der Zustand ist einfach mal wieder einfach, das sieht aus wie fast neu. Ein bisschen hier. Ich glaube, das macht auch mal einen Unterschied, ob man sich die Sachen damals selber kaufen musste oder geschenkt bekommen hat. Ja, ganz dolle. Oh, jetzt kommt auch noch ein riesen Highlight. Wing Commander Prophecy Origin. Das war auch ein mega geiles Spiel. Das hatte eine super geile Grafik gehabt und es war letztendlich auch eines der letzten Spiele, die im All gespielt haben, weil dann einfach diese All-Shooter, nennen sie jetzt mal, ja, irgendwann dann einfach nicht mehr so interessant waren. Und hier noch ganz fett drauf 3DFX. Ah, das waren auch Zeiten. Schön Voodoo beschleunigt. Nicht für die Familie bestimmt. Ja, also ich glaube, auch aus deutschen Landen ist ja die X-Reihe besonders bekannt und beliebt. Die haben ja auch einiges, doch, die haben, glaube ich, dann auch in den 2000ern. Kam ja dann auch sowas wie Freelancer und Starlancer und sowas. Genau, das waren somit die letzten, glaube ich, noch, die richtig gut Erfolg hatten. Final Fantasy 8. 5, 6, 7, 8, doch, richtig gezählt. Habe ich tatsächlich nie durchgespielt. Hat mir irgendwie nicht so gefallen. Ich weiß nicht warum. Aber ja, aber wenn ich mir die Verpackung angucke, ey, das sieht echt aus wie geleckt. Das ist unglaublich. War ja auch eher was Seltenes für einen PC. Das war ja eher so PlayStation und Co. Ja. Das war Final Fantasy, hat ja den Ursprung eigentlich auf dem NES gehabt, mit Final Fantasy 1, 2 und 3. 5 war auch noch auf dem NES und mit 6 ging es dann auf dem Super Nintendo los. Oder war 5 auch schon auf dem Super Nintendo, bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Und dann hat das dann irgendwann mit der siebten Reihe oder mit dem siebten Ableger hat es dann auch den Weg auf den PC gefunden. Von der PlayStation auf den PC. Da bist du mehr im Bild. Also du hattest ja auch, was hast du für Super Nintendo alles? Final Fantasy 6. Also was ja eigentlich, ich glaube... Also es steht Final Fantasy 3 drauf, ist aber eigentlich nach japanischer Erzählweise der sechste Teil. In den USA-Landen war es halt der dritte Teil und in Europa ist es gar nicht rausgekommen. Da hat man dann quasi so ein paar Wissenslücken gelassen. Aber Teil 6, Sound, Bild, mega. Und hier noch was ganz fancy. Genau, auch indiziert. Kingpin, Life of Crime, auch das wollte ich mir mit Cypress Hill Soundtrack, das war auch geil. Genau, war in Deutschland halt leider nicht erlaubt, hatten damals aber groß Werbung noch dafür gemacht, da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, über diese breiten, großen Anzeigen, den Leichensäcken und dann... Da kommt übrigens ein Reloaded raus von, war das jetzt, war das auch Bit Software? Ich weiß es gerade gar nicht. Interplay. Ja, auf jeden Fall online gibt es schon eine Webpage oder eine Landingpage von Kingpin. Die Neuauflage, die ein bisschen an die neuen Techniken angepasst ist, kann man auf Steam theoretisch kaufen, ist aber noch nicht verfügbar. Werde ich dann definitiv auch tun, muss aber wahrscheinlich auch über ein VPN oder so mir das. Ich habe es dann irgendwann mal nachgeholt, aber ich glaube, so weit bin ich gar nicht gekommen. Ich habe es also im Ursprung durchgespielt und ich war damals davon fasziniert, dass wenn man den Leuten, man muss ja schießen, das ist ein Shooter, ist jetzt kein Geheimnis, wenn man auf die geschossen hat, hat die an den Stellen, wo man die getroffen hat, hatten ja auch rote Löcher gehabt. Dass die Gewaltspirale sehr hoch war, dass das sehr, sehr verpönt war von der GameStar damals, ist eine andere Geschichte. Mittlerweile lacht man wahrscheinlich über die Grafik und über dieses Wabbern der Texturen, aber ich mag das Spiel immer noch. Also das ist auch eins der Spiele, was ich mir auf meinem PC-System auch nochmal wieder raufbasteln werde, definitiv. Ja, ein anderes Highlight, Resident Evil 2 Platinum, Be Afraid. Mit hier einem großen Pappumschlag wieder. Und dann siehst du da gleich wieder die total tolle Grafik. Remake ist ja mittlerweile draußen, hat man ja komplett geändert. Ist ja auch schon vor 2 Jahren, glaube ich, rausgekommen. Letztes Jahr war es Teil 3. Man hat viele Altlasten, so die Rätsel und Schleifenrätsel ein bisschen entschlankt. Ist auch wieder das Remake-Remaster, ist ein wirklich gutes Spiel geworden. Kann ich auch nur jedem empfehlen, wer Resident Evil 2 gemocht hat. Und auch hier, die Packung sieht auch wieder aus wie geleckt. Obwohl man hier auch sagen muss, zu Resident Evil 1 ist da natürlich ein großer Sprung gemacht worden. Ja, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Das war ja so wirklich so, erinnert mich so ein bisschen immer an Battle Arena Toshinden, die dann auch so Klötzchen-Grafik. Oh, PlayStation 1. Die Hand, ein Würfel. Klotz. Ja, ja. Battle Arena Toshinden, PlayStation 1, Release-Titel mit dem Erscheinen der PlayStation 1. Jetzt haben wir hier von Ocean EFTFX 2000, komplett in Deutsch. Und das ist ein Flugsimulator. Stellt euch vor, ihr seht das Gewicht nicht, aber hier sind jetzt 500 Gramm drin. Und das ist nicht die CD, die so viel wiegt, weil das ist nur eine, sondern das ist der Handbuch. Das dicke Handbuch. Das musst du erstmal studieren. Und ich glaube, das ist komplett die deutsche Fassung. Ich erinnere mich da an die Flugsimulatoren hier, die Falcon-Reihe, wo du auch die Kampfjets gesteuert hast. Da waren teilweise nicht schneller.
ja, da waren teilweise die Tastaturen doppelt bis dreifach belegt, die Tasten. Richtig. Da musstest du dann Steuerung gedrückt halten und dann hatten das andere Belegungen und so weiter. Das war einfach der Hammer. Alleine, wo ich damals, ich hatte das Ding installiert und ich wollte einfach nur abheben von der Landebahn. Geht nicht. Das war also, okay, Fahrwerk raus und dann Landeklappen und oh. Ich kann mich noch an den Testbericht in der GameStar von Mick Schneller erinnern, deswegen habe ich den Namen gerade so gedroppt, wo er sagte, wenn du Falcon 4.0 arbeiten oder spielen willst, musst du erstmal dieses Buch durchlesen. Und wer jetzt gerade ein bisschen aufgepasst hat, ist, es ist kein fremdsprachiges Buch. Das ist die komplette deutsche Anleitung das, also, für dieses Spiel. Das ist jetzt nicht Falcon 4.0, aber bei denen ist es genauso. Ja, aber es ist genauso. Also du kannst gerne mal von oben machen. Wenn ich jetzt hier durchblätter bis zur letzten Seite, es ist komplett deutsch. Es ist die komplette Anleitung, das Spiel zu spielen. Da steht alles drin. Das musst du dir mal geben, was du da für eine Wissenschaft draus machen musst, dass du hier erstmal knapp 300 Seiten Buch inhalieren musst, um abzuheben oder zu fliegen. Also bei Falcon 4.0 war es ja nicht großartig anders. Das waren noch Spiele und Anleitungen, meine Freunde. Ne? Meine Damen und Herren, wie man so schön sagt. Das war unglaublich. Mann, Erinnerung, ich bin alt. So, was habe ich gerade gesagt? Wenn wir Add-ons haben, brauchen wir natürlich auch das Original noch. Natürlich ist es auch mit bei, war ja auch zu erwarten. Es ist tatsächlich, also ich, zur Qualität sage ich jetzt nicht nochmal was, aber es sieht aus wie geleckt. Ja, das kannst du jetzt so ins Regal stellen, sieht aus wie neu. Ja, und es ist die deutsche Fassung. Ja, also hier hinten komplett in Deutsch gekauft, aber trotzdem natürlich so, wie es damals war. Mega. Und es sieht einfach nur, was hat der denn damit mit den letzten, in den letzten 20, 30 Jahren mit den Dingern gemacht? Sicherlich auch so, mal zum Installieren rausgeholt und dann wieder in den Schrank gestellt. Und krass. Ja. Aber die Pappe nie angefasst, hier ist eine Druckstelle. Und alle richtig krassen Sammler, die weinen jetzt eh schon die ganze Zeit, weil du sie übereinander stapelst, die Box. Ja, aber ich will nicht, dass sie vom Tisch runterfallen. Ja, ist richtig. Du, mach so das hin. Ruhig so weiter. Wenn ihr nicht wisst, worum es geht, schaut gerne unser Sony PlayStation 1 Video an. Euch kommen die Tränen, kann ich euch versprechen. Mir nicht, auch. Weil der Inhalt so geil ist, doch das auch, aber nee, ich will nicht spoilern. Mein Lieblingsspiel spiele ich unter Batocera, also eine Linux-Distribution hoch und runter. Alien vs. Predator. Ich liebe es. Es ist so flott, es ist so geil, es ist trotzdem irgendwie auch düster. Es sieht natürlich nicht mehr so schön aus. War das nicht leider in Deutschland auch indiziert irgendwann? Ich weiß es nicht. Ich habe es damals gekauft. Den zweiten Teil kriegst du auch irgendwie als Download nicht mehr. Also nicht mehr auf legalen Weise. Den kannst du ganz normal kaufen. Good Old Games. Habe ich da mir auch gekauft und kann das auch entsprechend dann woanders noch nutzen. Und der Clou war ja bei dem Spiel, man konnte sowohl Alien-Rassen spielen, als auch Predator-Rassen, als auch die Marines. Genau. Und dann halt im Mehrspieler natürlich gegeneinander antreten. Und das war richtig witzig. Ist so auch wirklich cool, dass das Alien eine eigene Storyline hat, dass der Marine eine eigene Storyline hat und der Predator auch. Das ist aber auch ein verdammt schweres Spiel gewesen. Aber mit dem Alien über die Wände zu rennen und oben an den Decken zu kleben, das ist auch sehr, sehr geil. Ja. So, wir haben mit Star Trek angefangen. Wir hören mit Star Trek nicht auf. Es geht noch ein bisschen weiter. Star Trek Voyager Elite Force. Das war, glaube ich, der Shooter. Den habe ich gespielt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Das war ja auch, glaube ich, Quake oder Unreal Engine. Unreal Engine und ich deswegen sagen. Auch ein ziemliches Grafikbrett. Ja. War auch eine Zeit lang als Benchmark benutzt in den Zeitschriften. Das weiß ich auch noch. Ja, definitiv. Ah, ich glaube, er hat ein Fable für Star Trek. Die Borgs. Die Ultimate Interactive Movie. Okay. Also das ist jetzt dann nicht so zum Spielen. Interaktiver Movie. Ja, obwohl man, oder interaktiver Film. Wahrscheinlich musst du dann selber mal sagen, wie soll es weitergehen und dann entweder stirbst du oder es geht weiter. Ja, wahrscheinlich. Und halt haufenweise CDs, weil halt einfach die Videosequenzen lege so viel. Jetzt bitte CD 3 ein. Genau. So wie bei, du kommst bestimmt gleich drauf. Von Netflix? Nee. Bender Snatch war ja auch dieser interaktive Film, wo du mal selber sagen musstest. Ich meine eigentlich den Gag von Mann, wie heißt er denn? Geiler Streetfood. Ach so. Wo bitte lege jetzt Diskette 34 ein oder so, obwohl es eigentlich nur eine Diskette gab für ich will jetzt Indiana Jones sagen, jetzt bin ich völlig Monkey raus. Monkey Island, genau, danke. Da, der erste Auftritt von Final Fantasy auf dem PC, Final Fantasy 7, sah damit auch besser aus als auf der PlayStation, weil höhere Auflösung und so weiter und so fort. Polygon-Opfer waren es trotzdem, also die, wenn man sich der Cloud anguckt, der war halt auch eigentlich nur ein Klumpen. Und hinten stand übrigens drauf, über eine Stunde Film 10. Ja, ja. Das war schon damals. Wie über die legendär und theatralisch, dass sie einfach mal in die Packung reingelegt ist. Wann kam denn eigentlich auch mal der Film raus? Der kam ja, glaube ich, zwischen Teil 7 und Teil 8 dann raus. 2000 oder sowas in die Richtung. Ja, so in dem Dreh. Also da bin ich tatsächlich regelmäßig eingeschlafen. War damals ja auch so ein übelstes Grafikbrett. Und heute denkt man sich so, ja, aber wie gesagt, ist halt schon über 20 Jahre alt. Ja. Der Film. Oh, noch so ein geiler Klassiker. Star Wars X-Wing vs. TIE Fighter. Englische Version, deutsches Handbuch. Hm. Ja, oh, geil. Das waren noch Spiele.
Aber ja, das war ja auch krasser Fokus auf Multiplayer. Ja, ja. Manches kannst du davon halt einfach nicht mehr spielen, weil einfach Steuerung und doch Optik auch halt eigentlich nicht mehr so passen dann irgendwie. Das ist schon Wahnsinn. So, jetzt haben wir hier Sanctuarium. Der Wahnsinn ist in dir. Mhm. Titel sagt mir was. Belüftungsloch ist auch drin. Sanitarium, Warum? Genau. Sanitarium, was habe ich gesagt? Ach, ist keine Ahnung. Irgendwas anderes ist ja auch egal. Habe ich nie gespielt? Keine Ahnung. Ich habe es, glaube ich, auch nur mal angespielt. Adventure of 3 CDs, 9 Kapitel, 80 Nicht-Spieler-Charaktere, 4 verschiedene Alter-Egos, Action-Sequenzen, speicherbare Spielstände. Hat aber, glaube ich, auch eine ziemliche Fanbase, das Spiel, ja. Ja. Da, 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 da. Okay, ist der zweite Teil, aber Wing Commander 2. Das ist nee, der beide. Erste und beide zusammen. Der zweite. Eins und zwei. Wing Commander. Ja, hinten mal drauf gucken. Was dann bei Teil 3 dann mit Videosequenzen anfing, ist dann hier quasi einfach noch ja, animiert gewesen oder gemalt. Genau. Im Pixel. Chris Roberts, so, ich weiß gar nicht mehr, ob es sein Erstlingswerk war, Wing Commander 1. Ich würde mal sagen, ja. Nee, aber. Es ging dann so weiter, ne? Und Chris Hamill hat dann noch mitgemacht. Ich glaube, beim vierten ja, Teil. Der hat bis, ich glaube, der hat sogar alle auch? Teile mitgemacht, soweit ich das weiß. Gar nicht mehr. Hier steht sogar noch drauf: New CD-ROM Edition. Das heißt, im Ursprung war ja Wing Commander auf Disketten ausgeliefert. Und Wing Commander nicht gerade wenig, glaube ich. Also müsste zumindest, weil Videosequenzen waren ja quasi so in der Form nicht vorhanden. Aber wenn hier steht New CD. Aber ich kann mich natürlich auch täuschen, aber ich würde das jetzt mal einfach so in den Raum werfen. Na, hier siehst du, da haben wir es doch: The Curse of Monkey Island. Also Monkey Island 3 eigentlich. Das dann auch auf CD. Das war dann nicht mehr auf Diskette. Aber die Wortgefechte und der Humor mit Garbage Tree Pool war schon sehr, sehr geil. Es gibt übrigens 5 oder 6 Teile von Monkey Island, wobei dann 4, 5 dann irgendwie sehr untergegangen sind und ich mich eigentlich nur an die ersten 3 erinnern kann. Genau. Kam ja dann mit 3D dann der vierte Teil und. Ja, war genau. Und da ja ist der Charme auch tierisch flöten gegangen. Sin. Auch so ein indizierter Shooter von Activision, von Virtual. War auch ein bisschen blutig. Ja, hier sieht man so Körperteile wegspringen. War auch indiziert. Hab ich mal irgendwo auch mal angefangen zu spielen, aber nie beendet. Kann ich jetzt auch entsprechend gar nicht so viel zu sagen. Ich kenne es auch nur nie selber gespielt. Aber ja. Es wird, muss man wohl mal nachholen. Es sind sicherlich keine so eine Pflichttitel, aber... Doch, irgendwie schon. Aber Pflichttitel... Sieht ja jeder wie anders, deswegen. Der auf jeden Fall. Definitiv. Kann man ja mittlerweile ganz legal kaufen. War ja auch jahrelang auf dem Index, Teil 1 und Teil 2. Deutsche Version. Das ist, hier steht alles auf Englisch hinten drauf. Ist, glaube ich, oder auch Major, Animated Violence, Animated Blood Gore. Das ist die Englische. Ja. Obwohl, ah, nee, doch, mit deutscher Anleitung. Doch. Ich glaube, stimmt. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen, ja. Okay. Dann haben die sich ja gar nicht die Mühe gemacht, mal die Rückseite zu übersetzen. Ja, nur Aufkleber vorne den Flatschen drauf gemacht mit deutscher Anleitung. Ja, das war es dann auch. Vor allen Dingen soll nicht für Personen unter 16 abgegeben werden. Ja, ist halt auch, bevor es überhaupt von der USK geprüft wurde. Und danach dann ging's war es ja weg. Ja. Nur noch unter der Ladentheke. Ja, mega. Jetzt kommt was für dich. Na dann mal los. Age of Empires 2. Teil 2, ja. Geil. Auch so viel im Multiplayer gespielt. Ja, haben wir damals auch immer im Multiplayer gespielt, mit 4, 5 Leuten im LAN immer. Bis dann einer wieder die Perser nehmen musste und mit seinen ganzen Kriegselefanten angerumpelt kam. Lass uns mal eine Stunde aufbauen und dann greifen wir an. Attacke, aber ohne Elefanten. Ich kann mich noch entsinnen, ist so ein bisschen wie die Tank Rush bei Command & Conquer gewesen. Wo dann, dann manche Leute... Ich weiß gar nicht mehr, welche Einheit da wirklich gegen die Elefanten aber gut gedacht war, aber... Ich weiß es nicht mehr, die Pikaniere waren es, glaube ich. Homeworld 3D Real-Time Strategy. Ich habe damals nur die Demo gespielt und war von der Grafik unglaublich fasziniert. Das spiegelt sich dann heute vielleicht nicht mehr unbedingt wieder, aber... Ja, es gab nochmal einen Remake oder eine neue Version von Homeworld, habe ich aber auch nie gespielt. Ich glaube, zwei Teile gibt es. Ich weiß nicht mehr, den ersten oder den zweiten gespielt und ich glaube, jetzt kommt auch ein dritter Teil noch raus, Homeworld 3. Kann mich einfach noch dran entsinnen, dass man im Prinzip diese Motherbase hatte und dann halt horizontal... Und die hat dann alles gebaut. Genau, ja. Horizontal dann im All dann die Schlachtschiffe losgeschickt hat und dann auf einer Ebene nur gekämpft hat. Also es war so ein bisschen illusorisch. Illusorisch, so rum. Dass man eigentlich dachte, man ist im All, aber eigentlich hatte man nur eine Ebene. Man konnte ein bisschen von der Höhe genau einstellen. Ja, aber es war ziemlich cool umgesetzt. Ja, das war ein sehr geiles schönes Spiel. Auch im Multiplayer wirklich sehr, sehr cool. Ja, aber wie gesagt, bei mir hat es nicht für mehr gereicht als nur die Demo. Ja, Click-and-Point-Adventure, Vollgas, Full Throttle. Interactive Road Movie. Ja.
Ich habe mal, glaube ich, die ersten 10 Sekunden gespielt und danach nie wieder. Ist auf jedem Homebrew-Emulator-Geschichte, ist das irgendwie mit drauf oder so. Aber ich habe es nie gespielt. Kann ich wirklich nichts zu sagen. Also ich weiß, dass von LucasArts ja eine sehr, sehr große Fanbase da auch gibt für das Spiel. Aber ich habe es auch nicht gespielt. Aber ich weiß, dass es gut sein soll. Ja. Aber es ist halt irgendwie so, an die Spiele komme ich heute irgendwie nicht mehr so richtig ran. Ja, wie gesagt, ich war zu der Zeit dann doch eher so Strategie und Shooter. Oh yeah. Peter Molyneux, Black and White. Das gehypte Spiel aus dem Jahre 2001. mit quasi, du kannst deine Kreatur aufziehen, erziehen, zu gut oder böse machen. Das war... Ja. War schon geil. Du hast ja so eine Art Gott gespielt und, und hast praktisch alles von oben gesehen und hattest so eine Hand, mit der du alles machen konntest. Und dann hattest du sozusagen dein Pet, also so ein Riesenmonster, konntest du ja auswählen und das musstest du erziehen. Und dann entweder konntest du es halt gut erziehen oder böse erziehen, ne? Dass es dann auch mal Dorfbewohner futtern konnte und weiß ich was alles. Es war schon witzig von der Spielidee. Ja, zumal es hat ja dann auch die Optik geändert. So ein bisschen wie bei Fable. Ja. Auf der Xbox konnte dann hier ein bisschen auch so gut aus, aber ein bisschen böser. Dunkler oder mit Hörnern oder so weiter oder halt mit dem Heiligenschein ungefähr. Comanche CD, 100 Missionen. Krass. Ah, mit dem Nova Voxel Engine. Ja, ich habe damals. Wolf versus Apache oder wie es hieß. Ja, Comanche versus. Ich weiß gar nicht mehr. War so ähnlich. Ja, also ich hatte auch mal so zwei, glaube ich, so eine Spiele gespielt mit Voxel-Grafik, Helikopter-Simulation. War schon geil. Star Trek, Starfleet Academy. Das sind wirklich so Spiele, die komplett an mir vorbeigegangen sind. Oh, unten schon Intel MMX. Ja, ich hab's auch gerade aus dem Augenwinkel gesehen, ne? Intel MMX für Design Windows 95. Das war ja quasi noch was ganz Spezielles für die Intel-Prozessoren, weil die da damit einfach, ich weiß gar nicht mehr, ein bisschen schneller waren. Die waren schneller dadurch, das war sozusagen wie ein Pentium 1.5, könnte man sagen. Die waren dadurch eine ganze Ecke schneller, vor allem auch bei Spielen. Und dann kam ja irgendwann der Pentium 2. Ja, und hier steht noch Dolby Surround drauf. Wisst ihr mal, wie alt das ist? Ja. Krass. Da war es auch noch nicht so gang und gäbe, dass dann großartig Soundkarten, also wenn dann hier so die Adlib Gold oder hier Soundblaster, war ja so, sag ich mal, hatten wenig Leute oder wenn dann so nur die Einsteigermodelle. Also da war ein Heimkino beim PC so eher wenig zu denken. Mein absolutes Lieblingsspiel, was ich genau einmal durchgespielt habe. Ja, ich war 17, war zu Hause, bin aus dem Krankenhaus gekommen, weil ich irgendwo auf irgendeinem Dorf eins vors Maul gekriegt habe, aber ich war nicht schuld. Hatte eine Gehirnerschütterung gehabt, meine Eltern waren gerade im Urlaub, ich hatte noch ein paar Mark über und habe mir dieses Spiel gekauft. Also mir ging es ja nach zwei, wahrscheinlich drei Tagen. Wahrscheinlich einfach nur, weil du besser. Das Motiv geil fandest. Das auch, natürlich, klar, ist Horny drauf. Also da heißt ja wirklich so, der Teufel. und dann habe ich dann, nachdem es mir dann wieder gut ging, habe ich das Spiel gestartet und habe das dann komplett durchgesuchtet. Es hat mega awesome Piep Spaß gemacht. Aber danach habe ich es nie wieder gespielt. Es ist ein richtig geniales Spiel. Ja. Ich habe es auch durchgespielt. Dann gab es ja noch ein Add-on, das hieß dann Deeper Dungeons. Ja, genau. Da kam dann auch noch einiges dazu. Habe ich aber auch nur, glaube ich, dann nicht mehr so aktiv gespielt. Aber der erste Teil und der zweite Teil ist sogar genauso gut. Ja, Space Quest 1, 2, 3, 4, 5. Krass. Stehen alle drauf? Collector's Edition. Ah, Celebrating Sierra Online's 15th Anniversary von Sierra. Gibt es leider auch nicht mehr. Die haben auch sehr, sehr geile Spiele gemacht. Oder vertrieben. Und Space Quest, ja, kann ich auch gar nicht zu sagen, habe ich nie gespielt, ist bei mir völlig weg. Also ja, Police Quest, Space Quest, alles so eine Serie gewesen, kann ich auch nicht viel zu sagen, außer das fing ja dann, glaube ich, auch sogar schon, ich glaube, die ersten Teile in den 80ern, auch mega Fanbase. Also da weißt du, da gibt es viele Fans von. Wir sind übrigens immer noch nicht am Ende. Hier ist noch ein Riesenkarton. Große Kiste. Na, schauen wir mal rein. Ich mache jetzt einfach mal nur... So. Ich mache jetzt einfach mal nur. So. Du bleibst jetzt stehen, Keule. Ich mache jetzt einfach mal nur. So. Es geht übrigens jetzt so weiter. Wir sind jetzt, glaube ich, in der Gameboy-Ära angekommen, die Gameboy Advance-Geschichten. Und ich muss es trotzdem, auch wenn ich sagte, ich will es nicht nochmal sagen, ich muss es nochmal sagen. Wie neu. Nagelneu. Hier ist nicht eine Kante, nicht ein Abkratzer an der Verpackung. Man sieht, dass sie einmal offen waren und das war's. Das ist doch unglaublich. Ja. Ja, wären alles so pfleglich mit ihren Sachen umgegangen. Ich glaube, sowas von, man würde heute noch ein paar schöne Sachen mehr finden. Das gibt's einfach nicht. Ist einfach. Ja, es ist wirklich. Hier krass. Hast du eine Knickkante, okay. Das passiert, das war normal, ne? Aber. Selbst das ist noch ein 1A-Zustand. Also selbst hier ist kaum was abgekratzt von den Pappdingern. Das ist... Wow. Ich meine, das Spiel kenne ich jetzt tatsächlich nicht. Hat mir auch nichts gesagt, ja. Wario. Aber schon mal rein, ich habe ja schon mal reingestöbert. Ja, ich nicht.
Golden Sun. Columns Crown? Keine Ahnung. Nochmal ein Zelda. Das Oracles, nee, The Legend of Zelda, Oracle of Seasons. Hab ich. Game Boy Color, genau. Das sieht aus wie das, was ich gespielt habe, aber ich habe es anscheinend nicht gespielt. Ich weiß es nicht. Hm. Mir kommt das Link's Awakening oder nicht? Ja, Link to the Past und so weiter. Ja. Nur halt ein bisschen, also ich sag mal vom gleichen Grafikstil, nur halt farbig dann, Game Boy Color halt. Jo. Hm. Iridion 2? Das sieht jetzt mal tatsächlich nicht so gut aus. Das heißt, es sieht eigentlich immer noch sehr gut aus. Ja. Ah, Link's Awakening. Das ist doch die Super Nintendo-Adaption. Genau, genau. Und da auch, wie gesagt, die Verpackung wirklich. Und da, das war das einzige Spiel, wo er gesagt hat, er hat einfach das Modul nicht mehr gefunden. Und das habe ich aber jetzt nachgekauft schon in der Zeit, wo ich das wusste. Und habe es dann reingepackt. Genau. Also das hat eigentlich gefehlt. Ach, das hast du schon reingepackt? Und ich habe es schon reingepackt, genau. Ich wollte gerade sagen, hast du umsonst gekauft. Nee. Aber wie gesagt, die Verpackung, unglaublich. Ja. Golden Sun, das war die vergessene Epoche. Ja, habe ich auch beide irgendwie gespielt. War aber dann tatsächlich ganz schön schwer. Also ich habe es dann nicht beenden können. wenn man sich dann die Grafik anguckt und vor allem die abgehackten Animationen und eigentlich war es ein totaler Fail. Das war so dermaßen schlecht umgesetzt. Aber oben noch schön den Arcade mit aufgedruckt, ja. Genau, aber ich habe es trotzdem gespielt und es ist, also aus heutiger Sicht kannst du die gar nicht mehr spielen. Das geht gar nicht, die Gameboy-Adaption davon. Das ist jetzt richtig furchtbar. Auf Super Nintendo war es ja schon abgespeckt. Ja, aber da war es wenigstens noch flüssig. Mhm. Pokémon Pinball, 50 Mark hat es mal gekostet. Mhm. Also hat ja so eine Rumble-Funktion, glaube ich. Ja, da bin ich raus. Ja, du kannst ja mal das Cartridge zeigen. Das war nämlich was ganz Besonderes. Genau. Da hast du oben eine Batterie reingemacht. Und das hatte einen Vibrationsmotor oben drin. Und immer wenn dann sozusagen dann irgendwas mit der Kugel passiert ist, genau, dann hat es vibriert. Okay, krass. Geiles Ding. Das kenne ich tatsächlich auch gar nicht, noch nie gesehen. Das ist immer interessant. Mhm. Aber ich habe halt auch nie Pokémon gespielt. Das muss ich immer wieder dazu betonen. Ja, gut, das ist ja hier nur Mittel zum Zweck. Das ist halt ein geiles Pinball-Spiel, ne? Ja. So, dann haben wir den anderen Teil von Oracle of Ages, also in Blau jetzt. Keine Ahnung, ob das jetzt auch ein anderes Spiel ist. Doch. Ja, das ist dann. Genau, es war dann irgendwie kombinierbar mit dem anderen Spiel. Da haben sie es so ein bisschen in Pokémon aufgegriffen, Rot und Blau. Deswegen hier auch Zelda Rot und Blau. Und da konnte man dann irgendwas machen, wenn der eine die Version hat und der andere die oder irgendwie so. Super Mario Advance, Super Mario Bros. 2 und Super Mario Bros. Ja, hier ist dann wieder eine Compilation gehabt. Konntest du quasi dann vom NES dann auf dem Game Boy unterwegs spielen. Sozusagen die Adaption ist es ja quasi. Ah, das ist schon geil. Da kommen Erinnerungen hoch. Das nimmt kein Ende. Das sieht aus wie eine kopierte Verpackung. Er hat mir bei einer hat er mir auch was dazu geschrieben. Ich habe es mir leider gerade nicht notiert. Ja. Dass er das importiert hat und sich nicht sicher ist, ob das eine legale Version ist. Könnte bei dem hier sogar sein. Also dafür sind die Farben immer zu bei verraschen. Einem hat er geschrieben, dass er sich unsicher ist. Er kann es nicht garantieren, ob das Original kann ist. Kann ich in der Form auch so ein bisschen bestätigen, weil ich habe mir mal Gargoyles für das Super Nintendo als Import jetzt gekauft. Das ist auch nur quasi eine gefakte Verpackung und ein gefaktes Spiel. Also das kostet normalerweise auch 100, 200 Euro. Ich habe 25 bezahlt. Und man sieht am Print, dass das so verlaufen und verwaschen ist und auch nicht die kräftigen Farben hat und die Schärfe hat wie die Original-Cartridge oder die Originalverpackung. Und da das sieht man hier auch so. Hängen wir uns mal ganz kurz rein, ich zeig dir mal was. So, ich habe nämlich mal irgendwann auf eBay günstig Replikapackungen bekommen, irgendwie so für 2 Euro das Stück und habe da ein paar mitgenommen. Und das ist zum Beispiel ein Replika, was ich dir da gerade hingelegt habe. Ja, wir können das mal. Und da kannst du das mal direkt nebeneinander halten. Und dann sieht man links Original, rechts das praktisch Replika. Bleibt dabei, dass A, die Größenverhältnisse nicht stimmen. Also gut, das ist jetzt das Deutsche, das ist die Englische. Und die Bildschärfe hier beim Original-Print noch ein Stückchen höher ist. Das ist auch jetzt das ganze Zelda-Logo, hat einfach hier mehr Details als also, hier im Großen. Also falls es jemand nicht sagt, Replika ist praktisch ein professionell gemachter Nachdruck. Ja. Und da steht zum Beispiel auch unten links Repro, da Reproduction. Beispiel, ja. Genau, hier wo der QR-Code normalerweise ist oder der Dingsstreifen. Genau, und die Bilder sind auch deutlich verwaschener und auch die Schrift wirklich nicht so scharf wie auf dem Original. Genau, also hier sieht man, dass die Schrift wirklich dann auch verwaschen ist. Also man kann den Unterschied schon erkennen, wenn man es nicht weiß, sieht man es nicht unbedingt. Auch den Farbunterschied und alles. Ja, das ist noch der andere Punkt. Aber wenn man es nicht weiß, merkt man es nicht. So, was haben wir denn hier Geiles? Elektroplankton. Nintendo DS. Okay.
Auch ein Japan-Import. Mhm. Ja, und da müssen wir jetzt mal reingucken. Die normale DS-Verpackung. Ja, ich glaube, das waren auch irgendwie so eine Special Editions oder sowas, die er sich dann importiert hat. Und dann halt im Prinzip nochmal eine Anleitung. Aber ich kann mit jetzt gar nichts anfangen. Siehst du, Hannes hat mir gar nicht gesagt, ob er Japanisch kann. Weil er hat ja doch schon den einen oder anderen Japan-Import dabei. Und ich sag mal, auch damals war es ja dann doch nicht so einfach, sich da mal was zu importieren. Vielleicht war er mal in Japan und oder kann auch Japanisch, ich weiß nicht. Also ich glaube, zu Zeiten DS ist es noch möglich gewesen. Also? Aber... Siehst du, das habe ich vergessen zu fragen. Naja, beim nächsten Mal. Hat er denn noch was? Ah, Castlevania, Game Boy Advance. Sehr geil. Dann haben wir hier X vs. Sever. Okay, sagt mir jetzt auch nichts. Ich hab's wahrscheinlich auch falsch ausgesprochen. Weiß ich nicht. Sagt mir gar nichts. Advance Wars. Das. Geiles Spiel. Ja, auch nie gespielt. Ist halt so ein Strategiespiel irgendwie gewesen. Ich sag mal von der Art, ich weiß jetzt auch nicht, wie man es nennt. Weil das ist ja so, wenn man kämpft, das ist wie so ein Auto-Battle. Dann, wenn Einheiten aufeinandertreffen, kämpfen die voll automatisch von alleine. Und das gab's auch, ich habe damals am PC auch Spiele gespielt, die in der Art. Boah, fällt mir gerade nicht ein. Sonic, Sega war ja irgendwann weg vom Markt und dann gab es die Spiele natürlich dann auch auf anderen Plattformen. So ist es ja heute immer noch, die kann man ja auch mit. Wie man oben übrigens auch sagen musste, für welche Konsole oben, auf der Rückseite oben, für welche Konsole es wirklich geeignet ist, weil es anscheinend immer ein bisschen Verwirrung gab, ja. Ja, die Cartridges waren wahrscheinlich unterschiedlich von der Größe und nicht alle haben durchgesehen, ja. Aber so. Die Verpackungen sahen halt aus, ne, identisch. Jetzt kommen wir zu Nintendo DS, also quasi der jüngeren Generation. Können wir auch einmal reingucken, so sieht es dann aus. Das große Cartridge, also SD-Karten-Style im Prinzip. Hier oben sieht man noch die länglichen Game Boy Advance-Aufnahmen und dann im Prinzip das Spiel, wo man nicht mal die Grafik sieht. Tatsächlich fand ich den DS von der Grafikdarstellung auch echt bescheiden. Ja, der hatte halt viel auf seinen Touchscreen gesetzt, ja. Genau. Hier hat man Star Fox. Das ist übrigens auch ein sehr, sehr cooles Spiel, haben sie auch echt gut umgesetzt. Das Star Fox Command. Dann gibt es natürlich auch wieder Metroid Prime Pinball. Also mal ein bisschen weniger Action, aber immer noch die Kugeln ballern. Ja, es gibt halt für Pinball so eine Fangemeinde. Metroid Prime Hunters. Diesmal, das ist halt eben das richtige Spiel gewesen, also wo du wieder die Welt erkunden kannst. Gab es ja auf dem Gamecube auch. Jetzt vielleicht nicht unbedingt Hunters, aber zumindest irgendwelche Ableger davon. Aber habe ich auch nie gespielt. Also ist auch wirklich eine Konsole, die bei mir nicht vorhanden ist. DS habe ich zwar, aber irgendwie nie richtig gespielt. Mario Kart Super Circuit, Game Boy Advance. Also ein bisschen bessere Grafik. Ja, letztendlich ist es wie Super Nintendo für Mobil. Ja, geil. Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Ja, er hat mir dazu was geschrieben. Ich kann dir das gerade gar nicht sagen. Half-Life 2 Dreamcast kriegst du nur ganz, ganz schwer ran. Ja, ich glaube auch, das hat einen bestimmten Grund. Ich habe das tatsächlich als Emulation mal versucht zu spielen. Hat nicht funktioniert. Dead or Alive 2 Limited Edition kann ich nichts zu sagen. Irgendwas ist mit der Dreamcast auch. Er hat da, glaube ich, so eine CD, die du einlegen musst, um dann so eine Spiele überhaupt lesen zu können oder um Japan-Import-Spiele spielen zu können. Irgendwas war da. Also er hatte mir da was zu der Dreamcast noch geschrieben. Aber das kommt alles zu seiner Zeit, wenn wir uns die mal vielleicht angucken. Genau. Und noch den Exploder. Ja. Heat Engine quasi. Also da hat man ja dann die Hexcodes eingegeben. Und dann, also vermute ich mal, dass es hier auch genauso funktioniert hat. Dreamcast, irgendwie. Wie das dann funktioniert hat mit der CD zu CD wechseln, weiß ich nicht. Der muss es irgendwie gespeichert haben. Aber zumindest konnte wahrscheinlich die Safe States dann irgendwie bearbeiten. Schöne oder so. 090-Nummer da drauf. Ja. Damals. Das waren noch Zeiten. Fängt schon wieder an. Ja. Da hast du das. DCX for Dreamcast. Das ist Play Imported Games on the Dreamcast. Compatible with all Dreamcast Consoles, ja. Genau. Also das heißt, die schmeißt du ein. Die brauchst du. Ein Hotswap so ungefähr oder sowas. Genau, wahrscheinlich dann, der lädt das. Du kannst die CD rausnehmen, packst die andere rein und dann, also es wird in der Anleitung drinstehen, aber die braucht man dann, um Japan-Import. Und einfach anmachen, nach ein paar Sekunden steht das DCX-Logo da und dann kann man die CD wechseln und dann kann man spielen. Da wird quasi das BIOS, die BIOS-Sperre sozusagen mit umgangen, sozusagen der Ländercode. Also Paul, NTSC oder Japan oder wie auch immer. Und fertig ist. So, da haben wir Amiga CD32. Diggers. Oscar. Hier ist der dicke Oscar. Mal gucken, wie die CD aussieht. Ah, die sieht noch vernünftig aus. Bei der anderen ist einfach zulaufen. Ja, ein bisschen Staub drauf, aber da ist der Controller nochmal abgebildet und wie man spielt. Wie unergonomisch der aussieht. So, auch Amiga CD32. Now that's what it
I Call Games. Okay, da sind 1000 Spiele drauf. Ich glaube aber, nichts davon kann man gebrauchen. Dann haben wir Prey, an Alien Encounter. Und das hat er übrigens als den größten Flop das überhaupt sieht schon scheiße aus. Bezeichnet. Ja. Ja, das sieht schon scheiße aus. Oh Mann. Aber umso mehr Spaß hat man es wahrscheinlich dann doch mal auszuprobieren. Also ja, mit Sicherheit. Es wird sich nicht vermeiden lassen, Hannes. Ich werde es ausprobieren. Ah, das wiederum ist geil. The Chaos Engine. Gab es ja dann auch auf anderen Konsolen, SNES, Mega Drive und so weiter und so fort. Also aber eigentlich auch Schlüssel sammeln und Levelende finden und zwischendurch einfach alles umballern, was hier über den Weg läuft. Geiles Spielsystem, funktioniert heute noch super. Einfach mal so zwischen Frühstück und Abendessen einfach mal so durchzocken. Dream On Collection, das ist quasi die Demo-CD von Sega. Gab es ja damals auch eine Zeitung, glaube ich. Da hast du jetzt hier Virtual Tennis, Sega Extreme Sports, Sonic Adventure und Space Channel 5. Genau. Und ein paar Videos. Bei PlayStation übelst beliebt. Da haben sich viele ja wirklich immer die Zeitschriften geholt, weil da halt PlayStation 1 oder 2 Demos drauf waren. Ja, gab es halt für Dreamcast auch. So, das war der Auftakt zu. Na, was kommt jetzt? Na? Richtig, Sega Dreamcast. Auch einer meiner absoluten Lieblingskonsolen. Crazy Taxi in Original-Cartridge oder Cartridge, sag ich schon, Originalverpackung, CD-Gehäuse in Blau gehalten und auch noch intakt, weil die Aufnahmen brechen gerne weg, ob das die Aufnahmen hier drin sind oder die an der Seite. Sehr, sehr geil. Und sogar ein paar Importe natürlich auch wieder mit bei. Zombie Revenge. Das ist auch ein sehr cooles Spiel. Das macht auch Fun. Ja, mit der CD. Wahrscheinlich dann für die Lightgun dann auch. Nee, das war, glaube ich, sogar normal steuerbar. Das war jetzt gar kein Railgun-Shooter oder sowas, sondern das war so. Ah, die habe ich auch zu Hause. Quake 3 Arena, die Version. Konnte man sogar online spielen, ja. Ja, konnte man. Wird heute nicht mehr gehen. Aber es gibt sogar, konnte ja online gehen. Genau, es gibt heute sogar noch Fanserver, dass man die Dreamcast noch online bekommt. Also das funktioniert immer noch. Ob da jetzt dann aber wirklich noch Leute auf der Dreamcast Quake spielen, das kann ich euch nicht sagen. Dann hier die Dream Key Internet Browser Disk. 1.5, also man konnte auch über, wie wir gerade sagten, ins Netz gehen und dann ins Internet und dafür brauchte man wohl diese CD. Habe ich mal gehört, habe ich tatsächlich nie probiert. Tomb Raider darf natürlich gar nicht fehlen, Tomb Raider 4, The Last Revelation, weil es dann natürlich schon wieder eins der Spiele der Serie, die dann nicht mehr so prall waren. Irgendwann war es halt ausgelutscht, aber die Neuanpeilung, die man damals vor ein paar Jahren gemacht hat, die ist gelungen. Ich weiß gar nicht, ob ich mir das mittlerweile auch gekauft habe, Soul Calibur, ich glaube ja. Es sieht heute noch einfach verdammt gut aus. Also die Dreamcast-Konsole ist ja wirklich gut gealtert. Und das Spiel, sieht immer noch mega aus. Also das in einer etwas höheren Auflösung spielen zum Beispiel, wenn es möglich ist, das ist super genial. Was nicht fehlen darf, Resident Evil 2. Ja, auch für die Dreamcast. Ja, ich glaube, es kommt nur noch Dreamcast. Und wie gesagt, die Hüllen sehen auch alle astrein aus, nichts abgebrochen. Also Respekt, absolut. Code Veronica, das war damals Dreamcast exklusiv, glaube ich. Beziehungsweise kam dann auf dem GameCube auch nochmal raus. Das ich bin mir jetzt gerade nicht ganz so sicher. Irgendwie war es mal exklusiv und dann kam es noch woanders mit raus. Ich bin mir aber jetzt nicht ganz schlüssig. UEFA Dream Soccer. Ja, gut, Fußball ist nicht so unsers. Nein. Aber scheinbar seien es auch nicht, denn ich glaube, bei dem einen Spiel bleibt es auch. Ja. Choo-Choo Rocket, das ist dann auch irgendwie so ein komisches Spiel gewesen. Ich habe keine Ahnung, irgendwie so ein Rätselspiel oder irgendwas. Ich habe es mal kurz angespielt, irgendwie war es aber nicht meins. Vor allem ab 18. Na gut, die Hülle hat er vielleicht ausgetauscht. Oder so. Das könnte von Quake sein oder so. Oder das hat er nur hinten drauf geklebt, kann auch sein. Ah, Soul of the Berserker. Guts Rage. Das ist auch ein sehr blutiges Spiel gewesen. Das ist ja auch eine Anime-Adaption. Glaube ich, war es oder Manga-Adaption. Gab es auch nur auf dem Dreamcast, soweit ich weiß. Ja, war halt überhaupt nicht. Also Konsolen und so war damals nicht so meins. Und tatsächlich das Highlight zum Schluss. Ja, siehste. Of Dead. Ich habe tatsächlich auch eine House of Dead 2 Version zu Hause, habe ich ja vorhin schon gesagt. Meine ist aber die japanische. Das heißt, ich habe nicht diese fancy, geile, blaue Geschichte, sondern halt im Prinzip nur das normale Plastik Jewel Case, oder wie man die nennen mag. Das ist halt die deutsche Version mit entsprechend grünem Blut wahrscheinlich auch. Da sieht man es. Mhm. Ich habe noch Original Red Blood. Geil. Übrigens von House of Dead 1 kam jetzt auf der Switch und auf PlayStation 4 auch ein Remaster oder Remake raus. Auch mega geil. Übrigens, das war dann tatsächlich auch das letzte Spiel. Und ihr seht schon, hier hat sich eine Hälfte aufgetürmt, hier hat sich eine Hälfte aufgetürmt und den Rest haben wir schon wieder weggepackt. Junge, Wahnsinn. Junge. Absolut.
Wahnsinn, was da an Leidenschaft und Geld damals reingeflossen ist, um sich das alles zu holen. Also da hat jemand richtig Spaß am Zocken gehabt. Naja, frühzeitig auch seine Leidenschaft entwickelt und aber auch alles aufgehoben. Ja, ich kann es absolut nachvollziehen. Also ja. Ich bin nur leider nicht so pfleglich mit meinen Sachen umgegangen, muss ich dazu sagen. Ich habe noch ein paar Super Nintendo Spiele zu Hause, unter anderem Weaponlord, SimCity 2000 und irgendwie ein paar andere Spiele, True Lies zum Beispiel. Die sehen nicht ganz so gut aus wie die hier, also die sind ja wirklich wie aus dem Ei gepellt. Meine haben so ein bisschen Abnutzungserscheinung, also Final Fantasy 6, also / 3, beziehungsweise Mortal Kombat 2 habe ich auch. Meine sehen aber auch noch relativ gut aus. Also die habe ich mir mit 14 gekauft, das ist jetzt, warte, ich bin jetzt so alt, 26 Jahre oder sowas her. Und die sehen immer noch gut aus, um das kurz abzurunden. Ja. Also ich muss jetzt an der Stelle wirklich nochmal sagen, Hannes, mega geile Sammlung, ja. Mega geile Aktion, ja. Dich an uns zu wenden, ja. Das ganze Angebot, uns das zuzuschicken, das Geld, was du dafür bekommst, dann auch zu spenden nachweislich. Hammer. Großes Dankeschön und ja. Großen Respekt wirklich dafür, das so zu machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist wirklich eine krasse Kollektion und wir werden uns sicherlich, so wie wir es bei der PlayStation gemacht haben, auch mal nochmal das ein oder andere System genauer anschauen. Und da seid ihr jetzt aber gefragt. Genau. Das kannst du jetzt machen. Genau. was wollt ihr denn mal in Betracht ziehen? Was wollt ihr denn mal näher sehen? Wir haben es ja, wie gesagt, mit der PlayStation 1 vorgeführt. Wir haben ja einen externen Röhrenmonitor besorgt oder Röhrenfernseher. Der hat ja auch gut funktioniert, PlayStation 1 hat auch gut funktioniert, bis auf ein paar Spiele, und haben das mal ein bisschen Revue passieren lassen, wie das damals war, wie man damals gespielt hat, wie die Bildqualität ist, und das können wir ja mit der einen oder anderen Konsole auch machen. Das ist ja nicht das Einzige, was wir an Konsolen und Systemen haben. Kai hat schon ein bisschen mehr organisiert, ich loop bloß mal so ein bisschen über den Schrank und sehe, da steht schon wieder was Neues, ich weiß aber eigentlich gar nicht, was es ist. Und da können wir natürlich auch ein paar Sachen machen. Ihr könnt gerne mal einfach jetzt in die Kommentare reinschreiben, was ihr denn, was auch im bezahlbaren Bereich ist oder was wir auch haben, ist die Voraussetzung, an Konsolen mal vorstellen sollen oder an Plattformen, das, was wir dann haben. Also wir müssen natürlich auswägen, was wir haben und was wir nicht haben. Aber ihr könnt gerne mitbestimmen, was euch am meisten mit interessiert. Vor allen Dingen, wir haben da ja auch Bock drauf. Ja, ne, klar. Deswegen, und wenn ihr zum Beispiel sagt, oh, mach doch mal so ein Gameboy Classic hier und zeigt mal ein paar Spiele oder PC oder Dreamcast oder Amiga CD32, lässt sich alles umsetzen. Wir sitzen ja nicht umsonst hier eine Stunde und was ist die Aufnahme gerade? Eine Stunde 4 aktuell und packen einfach nur aus und schwelgen in Erinnerung, wenn wir da nicht Bock drauf hätten. Ich glaube, wir sind nicht allwissend und uns sind mit Sicherheit auch ein paar Fehler untergelaufen, was bestimmte Spiele und Einrichtungen oder Ähnliches angeht, aber nobody's perfect. Aber wir schwelgen halt sehr, sehr gerne in dem Bereich. Ich, wie gesagt, mache gerne Retro-Streams und zocke halt auch gerne alte Spiele ran. Ich habe immer noch ein Faible dafür, das ist meine Jugend, meine Kindheit zum Teil. Auch die neuen Konsolen wie Dreamcast gehen bei mir absolut ins Herz und ich liebe diese Konsolen und es macht einfach mega viel Spaß. Deswegen machen wir das auch. Wir machen das mit Leidenschaft, so wie eigentlich alle Formate bei uns hier auf dem Kanal oder auf dem Zweitkanal. Wie gesagt, schreibt gerne rein, was ihr davon haltet, von der Idee, dass wir da in der Zukunft einfach ein bisschen weiter mit drauf eingehen oder auf bestimmte Systeme mit eingehen, plus Einordnung, was war zu den Zeitpunkten los, was hat man vielleicht selber da gemacht. Schreibt es einfach nieder. Wir werden uns da irgendwie mal ein bisschen durchballern dann und gucken, was wir da umsetzen können. Richtig. Jo. Deswegen bleibt mir nur noch zu sagen, Hannes, ja. Besten Dank nochmal dafür, für die Gelegenheit. Und ich bin auch auf euer Feedback gespannt. Ja, absoluten Respekt an deine so wahnsinnig gut erhaltene Sammlung. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie du das gemacht hast. Ist mir ein absolutes Rätsel. Wie Kai schon sagte und ich auch, ich hatte mal Packungen und die sahen alle gut aus. Man hat irgendwie platzsparend die weggemacht und irgendwann waren sie ganz weg. Und die sehen aus wie geleckt, die sehen aus wie neu. Also bitte schreib mir das Geheimnis des Jungerhaltens von Verpackungen. Das wäre ein Traum. Wir hätten da noch so die eine oder andere, die müsste mal überarbeitet werden. Ja, definitiv. Ja, Guti, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir und habt auch mal ein bisschen eine Retro-Träne verdrückt. Ja, absolut fantastisch. Mehr kann ich nicht sagen. Das sind meine abschließenden Worte. Danke dafür und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Ciao.